Jo, putz mal hier. Und heute nehmen wir uns einen der weiteren Admiräle vor, also eins der Faktenvideo von Skype her, und es ist ja inzwischen Kizaru, einer meiner persönlich absoluten Lieblingsadmiräle, weil er ist ein ganz besonderer Admiral in meinen Augen. Und dazu komme ich jetzt dazu. Und zwar haben wir ja hier bei Kizaru ein Charakter, der schon lange dabei, ja relativ lange dabei ist, und man aber noch nicht sein komplettes Potenzial kennt. Er ist stark, das lässt klar als Admiral absolut nicht zu leugnen, aber er ist, wie stark genau wissen wir nicht. Er ist nur stark, aber mehr wissen wir nicht. Wie stark genau? Wollen wir aber rausfinden, und ich denke, das werden wir auch rausfinden. Er ist auch jemand, der am Ende noch dabei sein wird. Also er wird auch im letzten Krieg dabei sein. Und ich kann mir ihn sogar noch so vorstellen, das ist jetzt so meine Meinung dazu, ich kann ihn mir vorstellen als den nächsten Großadmiral nach diesem Krieg. So blöd das jetzt auch klingt, weil er ist emotionslos, er ist ruhig, er ist immer... Nichts bringt mich aus der Ruhe, ich rauche mein Ganja den ganzen Tag. Ja, der ist ja absolut nicht aus der Ruhe zu bringen. Er ist wirklich absolut tiefenentspannt. So was habe ich ja noch nie erlebt. Finde ich ja total cool bei ihm. Und selbst im Kampf, er ist wirklich ruhig. Er ist entspannt. Er weiß, was er zu tun hat. Er reagiert immer richtig. Und er hat sich mit Rayleigh angelegt. Also was heißt mit ihm angelegt? Rayleigh hat sich ihm in den Weg gestellt. Ich habe gekämpft. Und Rayleigh hat ihm auch guten Gegenstand, aber er hat nicht mit ganzer Kraft gekämpft. Und das ist, ich bin neugierig, gegen wen er kämpfen wird, wenn es soweit ist. Kann ja auch sein, dass er noch früher in Aktion tritt, aber ich würde gerne wissen, was er alles kann. Wir haben so Kleinigkeiten rausgefunden und schon gesehen, die er gut kann, aber wir haben noch nicht alles gesehen. Und ich möchte alles sehen. Ich möchte sehen, ob man Kizaru zu Fall bringen kann. Er ist halt auch einer der Admiräle, er ist immer noch, nach 2 Jahren immer noch Admiral. Kusan ist weg. Der ist Rebell geworden, der hat sich aufgelehnt. Akainu ist der Großadmiral. Ziemlich der Naht am Ende, aber eine neue Position. Und Kizaru ist immer noch Admiral. Also er wird noch lange dabei sein. Wir werden noch sehr viel mit dem sehen, und darauf freue ich mich sehr besonders. Ich kann über ihn nicht viel sagen, ich kann auch über das Video vom Skype ja nicht viel sagen. Es ist ja wirklich alles dabei gewesen, und ich muss jetzt auch mal kurz hier, weil das wird jetzt auch schon das Ende sein, ich muss dazu sagen, er hat seine Videos überarbeitet mit neuen Bildern und anders gemacht, und es sieht echt geil aus. Das hat er echt geil gemacht, das Skype, und ich bin total begeistert. Deswegen sage ich auch weiterhin, schaut bei ihm vorbei und auf alle Fälle ein Abo beim Skype lassen. Immer weiter. Wenn alles klappt und ich mir endlich mal ein Headset demnächst besorge, wird es im Februar auch mal einen Podcast mit dem Skype und mir zusammen geben. Ich muss mir nur eins besorgen. Sollte nicht so schwierig sein. Also dann. Und wenn ihr das sehen wollt, Daumen hoch. Bei mir als auch bei ihm. Haut rein. Ciao.